Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal namens Aporior Beyond the Valley. Und witzigerweise, ich habe das Spiel gerade umgestellt auf Deutsch und in dem Moment ist der Sound weggegangen, was irgendwie ganz komisch ist. Ich mag mal probieren. Warte mal, wo ist denn jetzt gegangen? Sprache, wenn ich jetzt wieder auf Englisch stehe. Nö, habe ich auch keinen Sound. Komisch. Oh Gott, dann ja wieder auf Deutsch. Ja, Aporia. Irgendwie ein Rätsel. Ein Rätselspielchen. Auf Steam steht in der Beschreibung noch irgendwas mit Horror drinnen, aber weiß ich nicht. Wenn wir sehen, ist. Wir starten einfach einmal. Ganz so genau weiß ich es auch nicht, ehrlich gesagt. Neues Spiel. Nehme ich auf. Ja. Das ist schön. Oh, jetzt habe ich den Tipp nicht gelesen. Oh. Wir sind erwacht. Wer ist die? Ah, die anderen sind alle. Ah, da liegt da wer drinnen. Huch, 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 huch. Vielleicht muss ich die wahrscheinlich alle wiederbeleben. Und da ist keiner mehr drin. Oder ist das jetzt Mike? Na, meins ist da drüben. Oder da bin ich gerade rausgekommen. Das heißt, das sind wir. Also nehme ich. Oi, das sieht cool aus. Oh Gott. Ah, das sind so kaputte. Beziehungsweise ein kaputtes Gefäß. Habe ich Inventar oder so? Ja, habe ich nichts gerade. Wahrscheinlich. Schau mal, die sind alle schon erwacht. Okay, das heißt, ein weiterer ist noch da. Vielleicht wird das sowas wie mein Gegenspieler oder so. Ui. Schaut aus wie Lava irgendwie. Blaues Feuer. Geil. Okay. Oi. Da hat es damit irgendwas gefüllt. Jetzt geht er dahin. Ja, das ist sehr wichtig. Licht. Nimm das Licht und trage es hinaus in die Welt. Tada! Ui, oh schön. Ui. Die haben jetzt alle auf einmal sowas.
Also der hat ganz viel von diesen Lichtern produziert. Aber nur seins kann anscheinend leuchten. Okay, also ich brauch das Licht. Ich brauch das Licht, dass ich irgendwo reinkomme. Hä? Ich hab das doch reingesteckt, oder? Ich muss halten. Das hat Energie. Okay. Also ich muss das dann auch zeitweise irgendwie mal aufladen. Warte mal, wir haben da ja gerade gesehen, da sind so ein paar Menschen in so eine Tür reingegangen, eine steinerne Tür. Das könnte das gewesen sein. Und die Leute, was da alle in den Wassersärgen drinnen liegen, das waren gerade die Leute, was wir gesehen haben. Und wir sind eventuell einer davon. Wäre möglich. Okay, das schwebt. Ihr kennt vielleicht, warte mal. Mann, ich weiß nicht, ob das gut ist, dass die Deutsche wieder so komisch umherkraxelt. Nein, lass es lieber. Ich gehe mal den üblichen Weg. Den normalen Weg. Wo da mache ich die schon noch auf? Das schaut irgendwie cool aus mit den Wurzeln da. Okay, da komme ich aber nicht hoch. Aporia. Hast Aporia? Hast du die Gegend da, wo wir gerade sind? Oder ist es irgendwie ein Zauberwort für. Oh! Aha, so schaut also die Energie für die Dings aus. Das heißt, wir müssen uns umschauen, ob wir da irgendwo was finden. Das sind das Kraniche? Ich weiß nicht. Ich schaue jetzt da drüben auch nochmal hin. Boah, schaut wie cool aus. So, aber doch das an. Aber, also ich muss jetzt noch mal kurz. Mei, es ist so eine kleine Mini-Brücke. Ah, cool. Schön. Ich mag nur kurz schauen, habe ich denn nicht auf der anderen Seite auch irgendwie. Das wäre cool, die Mini-Brücke. Ich weiß nicht warum, aber mir gefällt das ganz gut.
Ich hoffe, ich komme da raus auch wieder. Oh Gott, warum tue ich das? Achso, okay. Oh Gott, Gott sei Dank. Ah, okay. War die von dort an darüber? Ist vielleicht ein Geheimnis? Na gut, gehen wir einfach mal. Ein Stückchen weiter. Da glitzert wieder was. Warte mal, aber du hast gerade was gesehen, oder? Ja! Okay, eins könnte ich noch aufsammeln, dann bin ich voll. Da drüben ist ja schon was. Achso, na, das ist nur so ein. Aha. Crouchy, crouchy. Ein Hammer. Hoi. Okay, aber warte mal. Ich hab mir da noch gar nicht gescheit umgeschaut. Vielleicht finde ich ja da noch irgendwo eine Fiole. Keine Fiole wird zurückgelassen. Okay, da ist Abgrund. Na komm, gehen wir da mal durch. Es wird gespeichert. Ah, es gibt immer so viele Wege, was man irgendwie gehen könnte. So Ruinen, hey, es ist so. Bin mir ziemlich sicher, dass wir eine. Alter, das ist. Hey, wird das da. Ich hoffe, das Wasser wird jetzt nicht tiefer oder so. Sonst kriege ich da eine Krise, gell? Sag ich echt gleich. Ich mag das nicht. Ich mag. Oh, was ist das? Shift? Also Shift für Laufen, ja Gott, das ist. Da drüben leuchtet. War cool, wie da das Wasser runterfließt. Aufpassen, sonst wird man ausrutschen. Rutschige Steine, Vorsicht. Okay, aber das ist. Aha. Oh. Wow, na, das geht gar nicht. Das geht auch gar nicht. Das ist nicht so gut. Unter Wasser. Nee, nee. Boah, ich hab da echt das Gefühl, dass ich erstick. Vielleicht findet man. Da ist aber was. Scheiße, ich muss ins Wasser, wirklich. Alter, wenn da jetzt irgendwas kommt.
Lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch. Oh. Was ist denn das da? Da habe ich doch eine Lebensanzeige. Okay. Ja, aber ich habe jetzt viel Leben verloren. Ich hoffe, ich kann hier irgendwie wieder aufladen. Oh, die sind ja gut versteckt. Okay, ich bin jetzt randvoll. Hast du, wir könnten jetzt mal durchlaufen. Zum nächsten. Rätsel oder was nicht. Da kann ich jetzt wieder rein, da. Und die öffnen dann immer halt den weiteren Weg. Hallo Kumpel, was ist mit dir passiert? Oh, die heute sogar wieder. Oh, traurig und ist schon wieder traurig. Okay, ich könnte halt jetzt dies aufmachen, aber ich mag jetzt da. Ich schau jetzt da mal runter. Ich muss wahrscheinlich eh beide Wege aktivieren, damit die Tür dann auch aufgeht. Oh, da ist sogar noch so eine Zauberflasche. Irgendwie komisch. Also man rechnet immer, also ich zumindest, bei solchen Spielen auch mit irgendwelchen Notizen oder so, was halt zum Lesen sind. Aber ich glaube, das ist nicht so eine Art von Spiel. Oh, schaut mal, davon dort leuchten. Aha. Okay, und das nehmen wir dann natürlich auch gleich wieder mit. Gut. Dann gehen wir hoch zur Tür. Und werden mal schauen, was da drin auf uns wartet. Und warum da die ganzen Skelette stehen, beziehungsweise liegen. An was sind die gestorben? Was ist passiert? Ich hoffe, da gibt es keine Gegner oder so. Oh oh. Also es wird auf jeden Fall mal einen Kampf geben. Das steht fest. Oh, schätze mal, das sind die Storne, aus dem die Flüssigkeit da gemacht wird. Jetzt müssen wir uns das selber auch noch hochziehen. Huah! Warte mal! Halt! Gibt es eine kleine Zwischenstation? Aha! Sind wir voll? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Oh, ich komme da nicht ran. Okay, schauen wir uns erst einmal um. Der ist anscheinend an den Felssturz da gestorben. Einen Tod haben wir schon mal festgestellt. Ich hatte irgendwie so ein Donnern oder irgendwie so ein Dröhnen.
Kommt der jetzt... Na, da fährt jetzt hoch. Da war irgendwie... Check ich das noch nicht ganz. Hallo! Bist du noch? Dankeschön. Hui. Ruhig und angedockt. Okay. Aha, ja, also man darf sie nicht unbedingt spüren da. Ah ja, sehr gut. Jetzt sind wir voll. Schauen wir halt mal da hoch. Okay, jetzt habe ich Angst, wenn ich da umherkletter. Gut, da komme ich nicht drüber. Ja, gut, dann schauen wir aber jetzt doch nur mal in die andere Richtung. Ich glaube, da bin ich eh nicht drauf gekommen. Ich bin da immer so komisch abgerutscht. Das soll jetzt schon heißen, dass ich mich da fernhalten soll. Oh, da ist ja nur was. Hat der das Zeug getrunken? Vielleicht sollte man das nicht trinken, ha? Vielleicht ist das nicht so gesund. Da liegt nur was! Schau, wie ein Auge da oben. Mich hat mal Energie verbrauchen, damit ich wieder neue aufsammeln kann. Hallo? Ich möchte euch nicht stören. Warum liegt denn da so viel umher? So viel brauche ich ja gar nicht. Beziehungsweise noch nicht. Okay, da ist irgendwie so ein komischer, auffälliger Baum. Dem hier aber nix. Dorko. Da geht's wieder runter. Ich bin noch vorhin gerade raufgefahren. Aha. Angenommen, ich hupfe da jetzt runter. Wie komme ich wieder hoch? Das ist halt immer die... Aber die Wand ist da nicht einfach so hinter, wenn man nicht mehr hochkommt, oder? Oh, jetzt ist es ja zu spät. Habe ich schon wieder Leben verloren? Es hat gespeichert. Okay, ich hab so ein Hammer-Symbol habe ich auch schon freigeschalten. Vielleicht kann ich das dann irgendwie dann... Die ganzen Symbole, was ich freischalten kann, kann ich dann irgendwie verwenden. Ah! Ich verstehe. Da ist ja oben noch weit. Oh nein, es ist ja voll finster, hey. Wie lange nehme ich auf? Ah! Wenn Sie sich verirrt haben, drücken Sie M. Oh, ich habe eine Karte! Na, habe ich nicht. Hallo, ich habe keine Karte. Lügen über Lügen. Aber da, ich habe ja oben noch gar nicht alles erforscht. Oder verbrauche ich heute jetzt da was, oder?
Nee, ach, das ist cool. Also kann ich das Taschenlampe quasi auch hernehmen. Ohne dass ich was verbrauche. Schön. Aber Karte habe ich trotzdem keine. Ah, Geschichte. Uhui. Okay. Das eine ist der Typ, ne, was das gemacht hat, das Mittel, oder? Der Rechte. Was haben doch die Fliege gegen Warby, hä? Jetzt hat er das getrunken. Und jetzt stirbt er. Oder er hat Superkräfte. Ich weiß es nicht. Okay. Ha! Er braucht nicht einmal mehr ein Stecken. Also eher Heilpflanze als wir Gift. Blut? Na, ist nur Wasser. Also er hat jetzt wirklich das Mittel, das Leuchtdingste, oder? Gemischt mit so einer Blume. Und das ist dann... Ah, so kann ich mich heilen wahrscheinlich. Und er hat auch so die Blume erst wachsen lassen, ne? Mit dem Licht. Habt ihr das mitgekriegt? Beziehungsweise das Licht hat dann irgendwo hingeführt. Kann ich da so Ranken hochklettern? Ne. Ja, aber... Okay, darf nur auf die Fläche der Finne drauf. Aha, okay. Gut, dann geh halt einfach da lang. Das passt schon. Hä? Okay, also ich weiß nicht, ob das... Nee, okay. Also man kann außenrum ohne Probleme. Ah, oh, mich nervt das nur im vorherigen Level. Ich habe nur so viel entdecken können eigentlich. So, was machen wir da? Blume. Oh, die schaut aber... Die schaut aber sehr, sehr giftig aus. Nochmal? Nee, okay, schade. Ein reißender Fluss. Achso, ich bin aber voll.
Ich habe jetzt noch ganz, ganz wenig Energie verbraucht. Für das. Was auch immer das ist. So ist es nicht mehr. Nein, ich warte lieber noch. Obwohl, ich nehme es. Ich komme da sicher nicht nochmal zurück. Danke. Aber die Storytelling, also so wie das da gemacht worden ist, ist ganz interessant. Gefällt mir ganz gut. Es ist eine Höhle da dahinter. Nee, da komme ich nicht hin. Hui! Hui! Eieiei, wie viele Zecken ich mir da jetzt eingeholt habe, ich mag es gar nicht wissen. Ich mag es gar nicht wissen, da kann ich wieder was. Das ist vielleicht wie so ein Wegding, dass ich weiß, ich war da schon mal oder so. Komisch. Naja, ich da alles, was ich aktivieren kann, werde ich aktivieren. Sicher nicht schlecht, wenn man das macht. Okay, schauen wir mal zu dem Lager. Oh. Aktivieren. Gott, vielleicht Sanati hätte die anderen alle auch noch eingesammelt, diese Fiolen. Vielleicht hätte sie das halt so gesteckt. Kann auch gewesen sein. Ah, da hat sie mal die Leichten schon alle. Fischen. Ja, da tut er wen retten. Ja, da ist wer gestorben. Oh. Oh, das ist der Junge. Oh, mei, das ist so traurig. Da tut er mit seinem Bursche jetzt mal ein bisschen angeln, schön einen Tag verbringen. Auf einmal ist er ins Wasser gefallen, sie hat versucht, ihn zu retten. Doch, es war so spät. Und seit diesem Tag angelt er allein. Traurig. Geht nicht? Aber kann ich? Warum? Ah, da könnte ich wieder was wachsen lassen, aber meine Leben sind voll. Da, das, ich probiere es jetzt einmal. Achso, gut, jetzt war es ja leer. Na, egal. So. Ja, ich glaube, ich werde jetzt eine Folgenpause machen. Das ist schon irgendwie. Einen geheimen Eingang oder so. Das schaut irgendwie ganz seltsam aus. Aber gut. Genau, Folgenpause wollte ich machen. Boah, das ist aber schon sehr extrem da, die Sonne. Boah, ich möchte da hoch zu dem Baumhaus. Wir werden das Baumhaus sicher in der nächsten Episode erreichen. Na gut, also Rätsel war bis jetzt noch nicht so richtig was, aber ich glaube, es wird schon okay mehr. Und ja, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.